Die EU hat sich nun auf ein Freihandelsabkommen mit Südkorea geeinigt. Das gab der belgische Außenminister Steven Wannekere am Donnerstag bekannt. Belgien hält zurzeit die Präsidentschaft des Europäischen Rates. Wannekere nannte das Abkommen einen großen Schritt, um Märkte in Asien zu öffnen. Das ist das erste in einer Generation von bilateralen Handelsabkommen, das Europa und Asien wirtschaftlich noch enger verbindet. Italien blockierte zuerst das Abkommen aus Angst vor negativen Auswirkungen auf die italienische Autoindustrie. Am Ende ließ es sein Veto aber fallen. Der Vertrag wird im Oktober unterzeichnet, aber erst Juli 2011 in Kraft treten. It is true that this decision has been reached. Es stimmt, dass diese Entscheidung nach intensiven Verhandlungen getroffen wurde. Wir haben einen Kompromiss geschlossen und wir werden die Abmachung auf einer provisorischen Basis am 1. Juli nächstes Jahr in Kraft setzen. Wannekere sagte, dass solche Handelsabkommen zur Erholung der Wirtschaft beitragen und sowohl in Südkorea als auch in Europa Arbeitsplätze schaffen werden. Er nannte es das bisher ehrgeizigste EU-Abkommen. Der Handel von Waren zwischen Südkorea und der EU wird zu fast 97-98% der heute gehandelten Waren freigegeben. Südkorea ist der achtgrößte Handelspartner der Europäischen Union, während die EU Südkoreas zweitgrößter Exportmarkt ist. Das ist der Beginn eines Prozesses. Dieser Europäische Rat ist der erste, der sich der Außenpolitik widmet. Im November wird die Europäische Union wichtige internationale Meetings halten, um den Bund mit seinen strategischen Partnern zu stärken. Dazu gehören der G20-Gipfel in Seoul und der EU-US-Gipfel in Lissabon. NTD, Brüssel.